So, und ich mache jetzt einfach zwei Filme. Das ist mir doch scheißegal. Entschuldigung, aber es ist so. Wenn du dich öffnen möchtest, wenn du in deine Kraft kommen möchtest, musst du einen, hat das einen Preis. Und viele sind diesen Preis nicht bereit zu zahlen und das fordert Energie. Das kostet dir Kraft. Das ist ein Grund, weshalb du dich anzweifelst, warum du niemandem mehr vertraust. Es entsteht ein tiefes Misstrauen in dir, weil du musst dich mitteilen. Du musst herausfinden für dich, wo stehst du? Das ist das Hauptding jetzt gerade in diesem Moment. Wo stehst du? Nicht, wo stehen deine Nachbarn, deine anderen Leute in deinem Familiensystem? Wo stehst du? Ich weiß nicht, es ist so eine Kraft in dir. Und wenn du diese Kraft nicht zum Ausdruck bringst, das musst du nicht machen, wie ich jetzt über Videos oder ich weiß nicht was, aber da, wo du bist, und es geht über die Verbindung, über die Kommunikation, über die Öffnung, du wirst sehen, dass sich dann ein Kraftfeld in deinem Leben auftut. Das heißt, wenn du durchhängst, wenn du irgendwie für dich das Gefühl hast, da ist etwas um dein Herz, ich sage immer so ein Pfropfen, da ist so eine Schicht, da ist so ein Stein auf deinem Herzen, vielleicht schon seit Jahrzehnten, seit Jahren, dann ist jetzt die Zeit, diesen Stein wegzuschieben. Manchmal ist es so eine alte Kruste, die da nochmal aufbricht. Es kann sein, dass du da nochmal durch einen Schmerz gehst, durch Gefühle, aber wie schön ist das, wenn du dich wieder fühlst, wenn du wieder weißt, welche Salbe brauchst du jetzt? Ich habe da keine anderen Worte gerade. Du kannst auch über deine Hand manchmal einfach hier die auf dein Herz legen und Energie fließen lassen. Einfach nur, indem du deine Hand auf dein Herz legst, hier auf die Brust und dir vorstellst, dass Heilenergie durch deine Hand dort an diese Stelle, an diesen Punkt hineinfließt, wo du dich irgendwann mal verletzt gefühlt hast, wo du verletzt worden bist. Und auch das macht dich wach, macht dich klar. Es gibt dir Kraft. Ich habe ja sowas von so Prediger, ne? Ich bin halt sehr christlich geprägt. Ich habe über 25, 28 Jahre habe ich in einer Kirche gesessen und habe mir Predigten angehört. Ich bin halt auf den Armen meiner Mutter in eine Kirche, in diese Kirche, in diesen Glauben hineingetragen worden. Es ist die Neuapostolische Kirche, es ist ein sehr christlicher Hintergrund und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und ich war immer sehr aktiv. Für mich war das immer sehr heilig. Ich war oft heiliger als alle anderen und habe es aber auch für mich geprüft, wo liegt hier der, sagt man, der Hase im Pfeffer, ne? Wo ist das, was ist mit diesem Fundament? Und ich war so treu und so klar und ich wollte in die Tiefe. Und ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, okay, ich muss diesen Club verlassen. Die Leute sind alle wunderbar, es ist alles wunderbar und ich bin mir sicher, es gibt so viele Religionen und Richtungen und Sekten und Vereine, die alle wunderbar sind. Finde doch für dich heraus. Da kommt dieses verdammt nochmal. Ne? Verdammt nochmal, was brauchst du? Wo hast du dich verdammt? Wo hast du etwas in dir verdammt, weil du meinst, es ist nichts wert? Das musst du finden. Dann kommt die Kraft. Dann fließt die Liebe. Dann bist du unabhängiger von Menschen, wie Menschen dich finden, was Menschen finden dich heute toll und im nächsten Moment schmeißen sie sich wieder auf den Müll und drehen sich weg. Sehr wenige, frag dich, deswegen auch mein Aufruf, schreib hier hinein. Lass uns ein Kraftfeld aufbauen. Das gibt mir auch Inspiration. Das bringt mir Spirit zurück. Wenn ich sehe, du bist nicht nur interessiert von deinem Intellekt und machst das hier vielleicht als eine Freizeit. Ich glaube nicht, dass du dieses Video schaust, weil du nichts Besseres zu tun hast, sondern du suchst etwas. Und diese Hingabe, die ich jetzt ja auch hier so Leute, die hier seit 10 Jahren oder 20 Jahren und länger in so einem Ashramfeld leben, die sind durch ihr Zeug durchgegangen. Und die Sachen, die sich jetzt hier nicht lösen, da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Du wirst auch auf dich zurückgeworfen. Klar zu sagen, jetzt kommt so eine Art Aufstoßen in mich hinein. Ja, also da sitzt halt auch viel Kotze. Also es sitzt
in dir und in mir, bei all dem, was in der Welt an Lügen laufen, wo du auch Lügengeschichten abgekauft hast, wo du letztlich nicht aus deiner Kraft, aus deiner Liebe, aus diesem heiligen Raum in deinem Herzen, in deiner Partnerschaft bist oder in deinem Geschäft bist oder in deinem Unternehmen bist, was passiert? Du schluckst und ziehst dir den ganzen Müll immer und immer wieder rein. Und das ist hart. Das tut weh. Das führt irgendwann dazu, dass du das Gefühl hast, du bist verdammt. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Und immer wenn sich dein Leben sinnlos anfühlt, fad, so, ich hatte gestern so einen Punkt. Ja, möchte ich noch mal mit hineinbringen. Also wenn dein Herz nicht offen ist, dann wirst du auch mit seltsamen Dingen ständig konfrontiert, die dich runterziehen. Das ist einfach so. Solange du das nicht weißt, dass dein Herz nicht offen ist, bist du einfach in einer bestimmten Rolle drin. In dem Moment, wo du aber fühlst, dein Herz ist nicht offen oder dein Herz ist belastet, da ist etwas, was dich vor dein Herz gelegt hat, hast du Arbeit, dann steht etwas an, dann musst du etwas verändern. Dann musst du dich ja mit dem auseinandersetzen. Und wenn das Herz wieder offener ist, empfängst du. Dann empfängst du erst einmal wieder mehr die Quelle. Du empfängst Botschaften, du bekommst Klarheit für dich selbst, individuell für dein Leben. Du bekommst aber auch Einsichten und nimmst Dinge wahr in deinem Umfeld. Du siehst, wo etwas verändert werden muss oder wo Menschen einen Schatten leben oder wo Menschen einfach nicht sie selbst sind. Auch das nimmst du wahr. Das ist ja alles etwas, was du da nicht mehr wegschieben kannst. Weil wenn du dein Herz offen lassen willst, und diese Frage musst du dich stellen, du kannst nicht mehr halb dann, du kannst da nicht mehr rumeiern. Das ist ja das, was auch in der Bibel steht. Du kannst da nicht mehr, also diese Lauen, die werden ausgespeit jetzt. Bist du nur lau oder versuchst du dir nur diese Rosinen vom Kollektivkuchen zu picken, dann hast du irgendwann die Kacke am Dampfen. Dann hast du Probleme. Das ist ja wieder diese Messerspitze, das ist diese Angst, dich wirklich voll in das Feuer deiner Wahrhaftigkeit hineinzustellen, weil du weißt, dann wird dir noch, ja, dann, also dann wird dir bewusst, du bist ein Geistwesen. Du erschaffst über deinen Geist. Du bist auch verantwortlich von dem, was lässt du rein, was konsumierst du, was isst du, wie sieht dein Körper aus, alles. Es wird alles dann in dem Moment bewusster. Du kannst nicht alles mit einmal verändern, aber es ist ein Weg. Das ist so dieses Om Namah Shivaya. Das ist dieses Ich gebe mich hin. Dein Wille geschehe. Nicht der Wille von Papst Johannes so und so oder der Wille von deinem Partner oder der Wille von deinem Chef. Dein Wille, dein göttlicher Wille, dein Spirit, dem gibst du dich hin. Und manchmal ist es gut, eine Zeit lang sich einem Lehrer anzuvertrauen, dem man 100% vertraut, wenn du ihn gefühlt hast, wenn du spürst in deinem Herzen, wenn du fühlst, dieser Lehrer bist du selbst. Das ist diese Meisterschaft. Und ich möchte über diesen Kanal Menschen in diese Meisterschaft hineinführen. Ich möchte dich erinnern, dass du Meister bist, dass du vielleicht eine Zeit lang manchmal Schüler bist. Auch ich bin Schüler immer, mein ganzes Leben. Ich bin auch Schüler, ich suche mir auch Lehrer. Und wachse in meine eigene Meisterschaft hinein. Und es gibt auch Ebenen, da fühle ich, da lebe ich schon eine gewisse Meisterschaft, obwohl das ganze Leben lang, bis du diesen Körper wiederum verlässt. Und eine neue Meisterschaft antrittst. Aber für viele, die auf einem Weg sind zu mehr Bewusstsein, zu mehr Liebe, zu mehr Verbundenheit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, das ist Meisterschaft. Sonst würdest du immer nur mit Menschen dich umgeben oder mit Feldern sein, wo du einfach immer nur nachplapperst, wo du einfach nur
rumlaberst, vielleicht bist du auch ein Störenfried, vielleicht eckst du auch ständig an, aber das ist keine Meisterschaft. Meisterschaft heißt, du begibst dich in deinen ganz eigenen Spirit hinein, und das ist auch die Kraft, mit der ich als Schamane wirke. Ich habe keine Tradition, ich habe viele Traditionen und Initiationen bekommen, die mich aber nicht interessieren. Mich interessiert nur eins. Bist du mit dir selbst tief in deinem Herzen verbunden? Weißt du, wie sich das anfühlt? Oder ist es nur eine reine emotionale Ebene? Ist es nur etwas, wo du etwas fütterst, weiterhin fütterst, was mit einem Mangel zu tun hat, der entsteht, wenn du halt noch nicht durchdrungen bist von deiner eigenen Quelle? Und um das zu tun, bist du immer konfrontiert, dich selbst zu fragen, wo bist du noch nicht bereit, dich aus deiner eigenen Quelle, aus deiner eigenen Liebe in den Dienst zu stellen? Weil dann wird es ungemütlich. Es wird ungemütlich. Es wird aber auch klarer. Und gestern hatte ich so einen Moment, da sind doch einige Sachen nochmal so durch mich durchgegangen, was das Thema, ja, ich meine, alles, was jetzt im Augenblick so im Kollektiv läuft, würde ich sagen, die Urangst ist schon die Todesangst. Es ist die Todesangst, dass du nicht mehr vollkommen frei und vollkommen aus dieser Liebe heraus vielleicht dein Leben so leben kannst, wie du es vielleicht bisher gelebt hast. Vielleicht bist du zufrieden, vielleicht hast du dir deinen Garten, deinen Platz, deinen Lieblingsort schon eingerichtet. Egal, auf einer äußeren Ebene und auf einer inneren Ebene, im Augenblick fliegt das alles hoch. Es wird alles überschwemmt, es wird alles bis in die Wurzel mit einem Feuer durchdrungen, und das kann sehr schnell, und das hatte ich gestern so gefühlt, wieder diese Todesangst hochbringen, dass du eigentlich merkst, du hast keinen Halt in dir selbst. Egal, ob du, wie viele Jahre du noch lebst oder wie lange du ein bestimmtes Leben noch leben kannst, wie du es vielleicht bisher gelebt hast, oder eine gewisse Orientierung. Du wirst jetzt mit dieser Todesangst konfrontiert. So wie bei Jesus, dass du eigentlich wusstest, es geht um den inwendigen Menschen. Es geht um diese Selbstwerdung. Es geht darum, dass du fühlst, egal was passiert auf dieser Erde, egal wie frei du auf einer äußeren Ebene dich bewegen kannst, dass du aus dieser Liebe heraus wirkst und schaffst, dass diese Freude, egal was passiert, spürbar ist. Dass du weißt, da ist eine Kraft, da ist eine Liebe, da ist eine Zartheit in dir. Da ist diese Verbundenheit. Du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du dich mit vielleicht wenigen Menschen aus dieser Verbundenheit heraus, aus der Liebe heraus mitteilst. Das ist Kraft. Lass dich da von nichts und niemandem im Augenblick, auch an Informationen im Netz, davon abhalten, dass du diese Verbundenheit zur Natur fühlst, dass du deinen Körper reinigst, dass du liebevoll mit dir bist, und egal, was du noch an Zeug hast, an unerledigten Kram, in deinem Herzen kannst du diese Sachen transformieren und heilen. Es ist jetzt die Energie da. Also gib dich da hinein. Sei in dieser Liebe, und ich bitte dich nochmal, schreib hier Kommentare, wenn dir dieser Kanal was wert ist. Teile dich mit, sodass ein Bewusstseinsfeld entsteht, und dann kann ich nochmal ganz andere Kanäle öffnen, sodass du mit einem Beitrag, dass du wahrnimmst, wie viel du eigentlich mitteilen kannst. Machst du es nicht, fällt es leider weg. Genauso wie ich hier mich hinsetze und Videos mache, bist du auch gefordert, dich mit deiner Liebe mitzuteilen und ins Dienen zu kommen. Es geht um dieses Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Das ist das, was ich dir jetzt mitteile, und ich hoffe, oder ich hoffe gar nichts. Ich weiß, es ist etwas in dir berührt worden. Was du damit machst, bleibt dir überlassen. In diesem Sinne, bis bald, liebe Grüße, der André. Mach's gut, tschüss.